Dendorfer Schwefelbrunnen. Oder besser gesagt, das, was daraus hervorsprudelt, ist etwas Köstliches. Ich bin jedes Jahr hier. Jedes Jahr. Zwei oder dreimal. Und zwar ist dieser Brunnen nicht nur da für normale Sterbliche, nein, ganz besonders für die Sänger. Es ist etwas wunderbar. Ich weiß nicht, ob deshalb die Stimme noch so fantastisch ist. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bin glücklich. Jedes Mal, wenn ich nach Bad Nenndorf zurückkommen darf, nicht nur dieses Wassers wegen. Es ist eine wunderschöne Landschaft, ein zauberhafter Ort, wunderbare Menschen und natürlich Bad Nenndorfer Schwefelquelle. Staatssekretär, Herr Geschäftsführer, Herr Abgeordneter, Herr Regierungsvizepräsident, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Präsidenten und Direktoren der Sozialversicherungsträger, Herr General, Herr Vorsitzender des Niedersächsischen Heilbäderverbandes, Herr Gesamtbetriebsratsvorsitzender, meine Damen und Herren, verehrte Kurgäste. Heute vor 200 Jahren, am 14. Mai 1787, gab Landgraf Wilhelm IX. Von Hessen, Landesherr über die Grafschaft Schaumburg, die Order zum Bau des Hauses Bohlen als erstem Badehaus in Nenndorf. Damit beginnt unsere Geschichte, dessen 200-jähriges Jubiläum wir heute feiern wollen und zu dem ich Sie alle sehr herzlich willkommen heiße. Die helfende Wirkung des Nenndorfer Schwefelwassers war bereits Mitte des 16. Jahrhunderts in Medikuskreisen bekannt. Aber wie so oft in der Geschichte bedurfte es eines erweckenden Kusses durch einen Mächtigen und Betroffenen, um die Sache, hier das Bad, zu gründen. Unsere wechselvolle Geschichte, im Detail nachlesbar in unserer Festschrift, weist einige Höhepunkte auf, die die notwendige Verknüpfung zwischen dem herrschenden und fähigen Ärzten deutlich macht. Wilhelm IX. Gründete wegen seines Rheumas das Bad und berief Professor Schröder aus der nahegelegenen Universität Rinteln als Brunnenarzt nach Bad Nenndorf, der das Bad aufbaute und betrieb. Nach der Schlacht bei Jena 1806 wurde Hessen-Kassel von Napoleon besetzt. Hessen-Kassel, damit die Grafschaft Schaumburg und auch Nenndorf, wurden dem künstlichen Gebilde Königreich Westfalen zugeschlagen. Ein Bruder Napoleons, Jerome, wurde König und damit Landesherr in Nenndorf. Jerome zeigte zwei wesentliche Leistungen. Erstens hatte er Rheuma im linken Arm. Dafür konnte er nichts. Aber das war zweitens ausschlaggebend, die Schlammbäder in Nenndorf einzuführen, deren helfende Wirkung er beim Ägyptenfeldzug seines Bruders Napoleon kennengelernt hatte. 1866 wurde das Bad preußischer Staatsbesitz. Eine neue Epoche der Aufwärtsentwicklung setzte ein, die um die Jahrhundertwende einen Höhepunkt erreichte. Zwei Namen müssen in diesem Zusammenhang genannt werden. Erstens Viktor von Podbielski, preußischer Staatsminister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, dem das Bad unmittelbar unterstand und, man verzeihe es mir, der glücklicherweise Rheuma hatte. Und zweitens Professor Dr. Axel Winkler, Brunnenarzt ab 1898. Viele noch heute bestehende Anlagen sind der Initiative dieser beiden Männer zu verdanken. Ich nenne hier das Sanatorium Esplanade und das Winklerbad. Professor Winkler
entwickelte seine Badetechnik, die bis heute in Nendorf angewandt wird. Das mild temperierte Schlammbad, über längere Dauer verabreicht, mit anschließender Schwitzpackung, stand im Mittelpunkt seiner Therapiemaßnahmen. Das Aufleben des Bäderwesens in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg führte auch in Nendorf zu einer wesentlichen Erweiterung des Badebetriebes. Es wurden Unterwasser-Massageduschen angelegt. Die bisherigen Schlammpackungen im Beutel wurden durch Schlammpackungen direkt auf die Haut ersetzt. In den Packungskabinen wurden Unterwassermassage-Düsen eingebaut. Massage und Krankengymnastik wurden mehr und mehr gefördert. Ein Name verbindet sich mit dieser und der noch nachfolgenden Zeit. Herr Professor Arjen Evers, von 1937 bis 1968 dirigierender Brunnenarzt und seit 1936 Leiter des Balneologischen Institutes in Nendorf. Er hat sich im besten winklerischen Sinne jahrzehntelang um die balneologische Forschung bundesweit und international verdient und damit den Namen Nendorf weit über Niedersachsen hinaus in Fachkreisen bekannt gemacht. Wir freuen uns sehr, Herr Professor Evers, dass Sie heute als unser Ehrengast hier anwesend sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das nunmehr niedersächsische Staatsbad Nendorf zwei Entwicklungshöhepunkte. Zum einen in den 60er Jahren, die mit dem Namen Kurdirektor Eckenberg verknüpft sind, der leider heute nicht anwesend sein kann. Das Winklerbad wurde erweitert, die Wandelhalle abgerissen und durch eine neue ersetzt, in der wir uns hier befinden, im reinsten Stil der frühen 60er Jahre. Das Kurhaus erbaut und das Thermalsole Hallen- und Freibad als modernes Bewegungszentrum seiner Bestimmung übergeben. Der Name eines Arztes, oder muss ich sagen, einer Ärztin, ist mit den 70er Jahren bis heute als bedeutend für Nendorf zu nennen. Seit 1969 leitet Frau Professor Dr. Behrendt die Abteilung für Balneologie und Rheumatologie der Medizinischen Hochschule Hannover im niedersächsischen Staatsbad Nendorf. Sie hat durch ihre vielseitige wissenschaftliche Arbeit wesentlich dazu beigetragen, dass Nendorf als Rheumazentrum nicht nur in Fachkreisen noch bekannter wurde. Wir freuen uns sehr, Frau Professor Behrendt, dass Sie uns heute die Ehre geben. Der zweite Entwicklungshöhepunkt fällt in die heutige Zeit. Er ist mit dem Namen Ernst-Georg Hüber verknüpft. Wer kennt ihn und seine Initiativen für Nendorf nicht? Unter seiner Ägide entstand die Rheumaklinik Sonnengarten und das neue Schlammbadehaus. Wir freuen uns ebenfalls, Sie heute hier als Ehrengast zu sehen. Meine Damen und Herren, zusammenfassend und sehr vereinfacht bleibt festzustellen, die Entwicklungshöhepunkte des Bades waren neben großzügigen Geldspritzen immer abhängig von dem Vorhandensein fortschrittlicher therapeutischer Einrichtungen und der Verantwortung herausragender, auch wissenschaftlich arbeitender Ärzte. Daher steht heute im Mittelpunkt des Festaktes ein medizinhistorischer Vortrag von Herrn Professor Dr. Schadewald, Direktor des Institutes für Geschichte der Medizin der Universität Düsseldorf, mit dem Thema die Entwicklung der Badetherapie in 200 Jahren am Beispiel Bad Nendorfs. Wir begrüßen Sie hier sehr herzlich, Herr Professor. Meine Damen und Herren, es war uns ein besonderes Anliegen, dass dieser Festakt öffentlich ist,
damit auch die wichtigste Person, der alle unsere Bemühungen gelten, heute zu uns kommen konnte, der Kurgast. Verehrte Kurgäste, herzlich willkommen zu unserem Jubiläum. Mögen Sie hier in Bad Nenndorf den erhofften Kurerfolg finden. Viele Kurgäste sind Dauergäste und schon zum 10., 20., 30. Mal zur Kur hier bei uns. Ihre Treue ist uns Verpflichtung, auch in Zukunft das Unsere zu tun, zum Wohle der Linderung und Genesung suchenden Menschen. Die Einbindung des Bades in die Gemeinde an zentraler Stelle erfordert immer wieder neu, Verständnis für die gegenseitigen Interessen aufzubringen. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bedanken und freue mich, dass der Rat der Gemeinde heute zu uns gekommen ist und Herr Bürgermeister Brandes sowie Herr Landrat Fehling ein Grußwort zu uns sprechen werden. Als Bad, dessen Gäste zum größten Teil über die Sozialversicherungsträger zu uns kommen, steht naturgemäß die Pflege der Beziehungen zu diesen Institutionen an erster Stelle. Diese Beziehungen sind aus unserer Sicht solide und durch gegenseitiges Vertrauen und Verständnis geprägt. Dies wird auch an dem heutigen Tag besonders deutlich, und ich begrüße die zu uns gekommenen Repräsentanten der AOK, Ersatzkassen, Innungskrankenkassen, des Landesversorgungsamtes Hannover, des Sanitätsdienstes der Deutschen Bundeswehr, der landwirtschaftlichen Alterskassen Westfalen und Hannover, der LVA Hannover, Hessen, Westfalen, Berlin und last but not least der BFA Berlin. Und hier möchte ich Herrn Hauptdezernent Lehmann danken, der es übernommen hat, für die Sozialversicherungsträger ein Grußwort zu sprechen. Gleichzeitig kündige ich an, dass auch Herr Kurdirektor Behnke, Vorsitzender des Niedersächsischen Heilbäderverbandes, es glücklicherweise doch noch einrichten konnte, zum Festakt zu kommen und gleichfalls ein Grußwort sprechen wird. Auch Ihnen sei an dieser Stelle schon gedankt. Meine Damen und Herren, Nenndorf ist ein Heilbad, in dem Tradition und Fortschritt, Altes und Neues, in besonderer Weise auch in seinen Baulichkeiten deutlich wird. Vom Schlösschen aus dem Jahre 1806 zur Esplanade aus dem Jahre 1906 führt der Weg zum Winklerbad aus dem Jahre 1929, dem Thermalsole Hallen- und Freibad von 1972, zur Rheumaklinik Sonnengarten von 1984 und dem Schlammbadehaus von 1985. In welche Zukunft wird er führen? Derzeit decken die Heilbäder auf dem Gebiet der Prävention sowie der Rehabilitation einen Behandlungsbedarf ab, für den es in den akutmedizinischen Leistungsbereichen nach geltendem Recht kaum Zuständigkeiten gibt. Wir sind aufgrund unserer Gästestruktur in hohem Maße davon abhängig, wie sich die Gesetzgebung im Gesundheitswesen entwickeln wird. Wir sind aber zuversichtlich, dass der eingeschlagene Weg dem Bad ermöglicht, seine Aufgabe im Gesundheitswesen unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze in Zukunft wahrzunehmen. Die Basis unseres Bades, und das sollte man nicht vergessen, sind die ortsgebundenen Kurmittel, Schlamm, Schwefel, Sohle. Unsere neue Landgrafenquelle ist die stärkste Schwefel-Sohle-Quelle im mitteleuropäischen Raum. Ein einmaliger Naturschutz, der dem Land Niedersachsen an die Hand gegeben ist, zum Wohle kranker Menschen. An dieser Stelle darf ich dem Land Niedersachsen sowie dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Niedersächsischen Bädergesellschaft Dank sagen
für das Engagement um das Staatsbad Nenndorf und unsere Freude Ausdruck geben, dass Sie, Herr Staatssekretär, als unser Aufsichtsratsvorsitzender und Sie, Herr Geschäftsführer Möbus, als unser Geschäftsführer, heute zu uns gekommen sind. Vergessen wir nicht, dass mit einem Stillstand der Rückschritt beginnt. Und das gilt besonders für Investitionen. Meine Damen und Herren, wir haben Anlass, dieses Jubiläum freudig zu begehen. Im vergangenen Jahr hielt die Aufwärtsentwicklung an und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es auch im Jubiläumsjahr so weitergehen wird. Unser Staatsbad hat wegen seiner guten Mitarbeiter und der Investitionen der letzten Jahre eine Basis, auf der man aufbauen kann. Wir haben viel geschafft, aber nicht alles erreicht. Grund also, ohne Überheblichkeit, aber auch ohne Resignation in die Zukunft zu sehen. Noch einmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen in Bad Nenndorf. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich bin stolz und froh, dass ich als alter Nenndorfer durch mehrere Generationen mütterlicherseits und väterlicherseits hier heute als Bürgermeister der politischen Gemeinde Bad Nenndorf die Grüße Ihnen allen der Gemeinde Bad Nenndorf und die Glückwünsche dem Staatsbad zum 200-jährigen Jubiläum übermitteln darf. Ich empfinde es als eine Ehre, dass ich hier ein kurzes, wie gesagt, meine Damen und Herren, ein kurzes Grußwort sprechen darf. Und ich darf sagen, dass wir doch hier viel gehört haben von der Geschichte des Staatsbades. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass die Gemeinde Bad Nenndorf eine viel längere Geschichte hat. Ersparen Sie mir hier einen längeren historischen Vortrag. Ich möchte Ihre Geduld auch nicht übermäßig strapazieren. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass seit 200 Jahren Gemeinde und Staatsbad eine gemeinsame Geschichte haben und für den Ort Bad Nenndorf oder für die früheren Bauerndörfer Groß-Nenndorf und Klein-Nenndorf sind diese 200 Jahre eine ganz beachtliche Zeit. Wir haben uns, wie ich meine, zu einem Wohnort mit doch beachtlicher Wohn- und Lebensqualität entwickelt. Wir haben 8.500 Einwohner etwa. Und aus dieser unterschiedlichen Entwicklung des Staatsbades und der Bauerndörfer Groß- und Klein-Nenndorf zu dem Wohnort Bad Nenndorf ergeben sich unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Funktionen, die, meine Damen und Herren, häufig zu einer verschiedenen Interessenlage führen. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Auffassungen zur Ortsplanung und ähnlichen Problemen. Ich will hier keine Dinge ansprechen, die wir hier zum Teil auch vom Herrn Staatssekretär gehört haben, sondern ich will das Angebot machen für die Gemeinde oder das Angebot erneuern für die Gemeinde, dass wir die künftige Entwicklung des Staatsbades mit der Badeverwaltung, mit der Kurverwaltung gemeinsam in Angriff nehmen. Ich darf dieses Angebot, was ich an anderer Stelle schon mal ausgesprochen habe, noch einmal erneuern und Ihnen, sehr geehrter Herr Möbus und Ihnen, sehr geehrter Herr Schick, versichern, dass die Gemeinde Bad Nenndorf in Zukunft immer bereit sein wird, mit Ihnen zusammen diesen Ort, dieses Heilbad weiterzuentwickeln. Ich habe hier Bezüge von Herrn Professor Schadewald mit Freude gehört zu Preußen, zu Goethe, zu Berlin. Ich darf, um zum Schluss zu kommen, vielleicht an einen Ausspruch von Friedrich dem Großen erinnern. Friedrich der Große hat von seinen Generalen Fortüne verlangt. Ich weiß nicht, Herr Schick, was Ihre Aufsichtsgremien von Ihnen verlangen. Ich wünsche aber Ihnen und allen Mitarbeitern des Staatsbades Fortüne bei Ihrer Arbeit, das Staatsbad und damit Bad Nenndorf voranzubringen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam guten Zeiten entgegengehen. Dankeschön.